Da wir für den Sicherheitsbereich leider einen Code brauchen, den wir nicht haben, müssen wir doch woanders hin. Aber gut, wir haben wenigstens die ganzen Lichter hier schon mal ausgeschaltet, haben das Auge ausgetrickst und laufen dem Typ jetzt hoffentlich nicht direkt in die Arme. Gut. Du bist taub. Sehr gut. Tür zu. Also doch erst in die Büros. Auch gut. Wo bist du? Du bist da. Dann müssen wir jetzt da lang, ne? Sieht so aus. Bitte treffen, bitte treffen. Danke. Wer wohnt da? Raub und Mord. Gut. Der Tipp hat uns ja irgendwie gesagt, dass wir auch in fremde Mülleimer gucken sollen. Deswegen werden wir das natürlich tun. Und hier gab es auch mal unter einem Banner einen Geheimgang. Den müssen wir auch noch irgendwie finden, weil der wird uns später sehr nützlich sein. Lass das Licht aus, bitte. Und da liegt doch ein Buch. Tagebucheintrag 709. In letzter Zeit haben wir kaum noch Arbeit, mal abgesehen von Mosley und den inneren Angelegenheiten. Die Diebe der Stadt sind alle aus dem Geschäft. Wirklich erstaunlich, dass die Kriminalität sofort aufhört, sobald man den Dieben das Leben erschwert. Seit wir die Buchmacher und Hehler hochgenommen haben, wissen die Gauner nicht mehr wohin. Abgesehen davon, wer fürchtet sich wohl mehr vor dem Gefängnis? Ein Krimineller oder irgendein weinerlicher Schreibtischtäter? Gute Frage. Wahrscheinlich der Schreibtischtäter, oder? Denn der Kriminelle ist es ja schon gewöhnt, dass man ihn jagt und so. Guten Tag. Und sie werden uns auch jagen, wenn sie uns erwischen. Wo ist der andere? Weil hier muss man ja gleich auf zwei Wachen aufpassen. Okay. Bitte nicht wieder aggressiv werden, nur weil ich im Türrahmen stehe. Das hatten wir ja auch schon mal, ne? So. Sitte. Ich wollte gerade sagen, da steht Stille, aber das ist falsch. Da ist auch nichts drin. Bis jetzt war der Tipp nicht sonderlich hilfreich. Tagebucheintrag 836. Wir haben immer noch keine Handhabe gegen Madame Vollari. Ihr Bordell scheint völlig legal zu sein, doch Lieutenant Mosley vermutet, dass sich hinter der Fassade des Etablissements weit mehr abspielt. Ich teile ihre Ansicht. Auch ich bin der Meinung, dass die feinen Damen dem Bettgeflüster ihrer überwiegend adligen Kunden interessante Informationen entnehmen. Ich fürchte, dass der Sheriff ebenfalls in die Sache verwickelt ist, da ich Truett bereits mehrmals dabei beobachtet habe, wie er das Etablissement betrat. Die Frage ist nur, ist er ein Kunde oder arbeitet er mit der Halbwelt zusammen? Ich weiß nur, dass ich mit niemandem darüber sprechen kann, vor allem nicht mit Lieutenant Hagen. Mosley ist die einzige, der ich vertrauen kann. Ja, und deswegen lässt du das Tagebuch auch hier so öffentlich liegen, dass der Sheriff und Hagen das einfach mal so lesen können, ne? Weil wir können es ja auch einfach so, ne? Das heißt, du passt nicht sonderlich gut auf deine Sachen auf. Aber der Truett ist bestimmt Kunde. Zusammen, ja, obwohl doch, ihr werdet ja so, die, die das Spiel kennen und die auch vielleicht mein erstes Let's Play gesehen haben, wissen ja, dass der Truett auch nicht ganz so der Saubermann ist, der er zu sein scheint. Beziehungsweise irgendwie ja doch schon, weil er ja eigentlich was Gutes für die Stadt will, aber irgendwie auch nicht so. Was gehört? Nein, also doch, ja, ich habe was gehört, aber Garrett ist ja gar nicht da eigentlich. Also wäre es jetzt Schwachsinn zu sagen, jo, Fackel ist ausgegangen. Bist du erregt? Nee, so dein Schwert ist noch ziemlich schlaff, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass du erregt bist. Finde ich auch, ja. So, du gehst bis... Wahrscheinlich genau bis da, ne? Das ist gefährlich.
Nein, die ist auch noch zu. Nein, nein, nein. Verdammt. Okay, aber er geht bis ganz nach hinten. Du hast das Schwert da, also werden wir uns auch hier auf dieser Seite verstecken. Bitte nicht sehen oder so. Wir sind nur eine Ratte oder sowas. Hey, nein! Nein, nein, nein. Ja, es nützt ja leider nichts. Ach, verdammt. War das jetzt hier die Sitte? Nein, war es nicht. Verdammt, da speichert man einmal dann doch nicht mehr. Hier habe ich gespeichert. Das ist ja fies. Aber er hier scheint besser geschult zu sein als der andere, weil den konnten wir ja so gut austricksen. Bitte nicht wieder aggressiv werden. Geh da rein. Klau das Gold. Und geh wieder. Gesundheit immer noch. Ja, das ist blöd. Ja, wir müssen gleich mit ihm mitgehen, wenn er wieder nach links geht. Denn rechts ist der Weg ein bisschen kürzer als auf der anderen Seite. Tja, das ist jetzt ein sehr großes Gewarte, aber ich kann es nicht ändern. Hier zieht's irgendwo. Hast du die Fackel jetzt wieder angemacht? Seit wann macht ihr das denn? Hat er die jetzt wirklich wieder angemacht? Das, also wenn ja, das habe ich noch nie gesehen, dass die Fackeln echt nochmal heftig. Das will ich jetzt wissen. Aber nicht zu nah an der Tür, weil ne, ihr wisst ja, was passiert ist. Ja, geh. So. Er hat sie tatsächlich wieder angemacht. Warum machst du denn das? Weißt du, wie teuer der Pfeil war, den ich dafür geopfert habe? Weißt du das eigentlich? Könnte eine ruhige Sicht werden. Hm, finde ich auch. Nö. Die ist auch zu. Verdammt, aber immerhin ist man hier ein bisschen im Dunkeln. Ha, 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 rein da. Danke. Tür zu. Ist das wertvoll? Och komm, Garrett, das könntest du doch echt mal mitnehmen. Schlüsseldokumente, Schatzkammer, das ist perfekt. Lieutenant, ich habe den Mechanistenbruder Artus angewiesen, euch einen neuen Schlüssel zu übergeben. Mit diesem Schlüssel könnt ihr die Schatzkammer, den Raum mit den Geheimdokumenten und den Aktenraum öffnen. Sheriff Gorman Truart. Also sind wir in Hagens Büro? Nein, Mosley. Oh. Okay. Tagebucheintrag 2234. Es wird von Tag zu Tag schwieriger, meinen Garten zu schützen. Viele Pflanzen sind bereits tot. Was ich auch tue, sie verwelken und sterben ab. Egal, was die anderen von mir denken, ich werde meine Pflanzen nicht im Stich lassen. Ich frage mich, was wir hier noch sollen. Die Hälfte der Menschen, denen ich Befehle erteile, habe ich irgendwann einmal schon mal verhaftet. Hoffentlich ist der Krieg bald vorüber und der Baron kehrt zurück. Mir hängt Truarts neues Zeitalter, wie Hagen so schön sagt, langsam zum Hals heraus. Ja, also es werden sich ja einige fragen, was für einen Garten meint die Frau und wieso Pflanzen beschützen und so. Lieutenant Mosley hat eine gewisse Rolle auch, die eigentlich sehr positiv ist. Also die Frau ist mir sehr sympathisch. Und das hier ist ihr Garten, womit wir nichts tun können. Nein, Mosley, wir wollen deinen Garten ja nicht kaputt machen, ne? Und dann ist gegenüber der gute Hagen, ja. Na gut, wir müssen ja bei ihm eh was klauen, was wir da reinpacken müssen. Und deswegen trifft sich das schon ganz gut. Sicher ist sicher. So. Wählt das aus. Nein, da ist es dann natürlich der andere.
Wie gemein. Mal sehen, was sich gegen den guten Lieutenant Hagen verwenden lässt. Er hat hier bestimmt eine Pornosammlung, Garrett. Ganz bestimmt. Und dann leiht er die dem Truart, damit er nicht mehr ins Bordell gehen muss. Das ist doch mal ein Deal, oder? Ah, im Mülleimer. Brief von Sheriff oder Sheriff? Ich sollte mich so langsam mal entscheiden. Sheriff Truart. Geschätzter Lieutenant Hagen, ich habe euren Bericht über die Abteilung für innere Angelegenheiten zur Kenntnis genommen. Nachdem ich die Angelegenheit persönlich untersucht habe, gibt es meines Erachtens keinerlei Beweise für eure Anschuldigungen. Die laufenden Ermittlungen gegen einige Wachen haben interessante Dinge zutage gebracht. Leider reichen die Indizien noch nicht für eine Verhaftung aus. Was die verschwundenen Beweismittel angeht, handelt es sich ganz offensichtlich um einfache Erfassungsfehler. Allerdings gab es in letzter Zeit in der Tat einige Einbrüche in der Asservatenkammer. Die Diebstähle stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit der Abteilung für innere Angelegenheiten. Ich bitte euch daher herauszufinden, wer für die Einbrüche verantwortlich ist. Beginnt mit euren Ermittlungen in einer beliebigen Abteilung, aber haltet euch von der Abteilung für innere Angelegenheiten fern. Sprecht mit niemandem darüber, außer mit Lieutenant Mosley. Mosleys Unfähigkeit, das Problem mit den heidnischen Trickstern zu lösen, lässt mich an ihrer Loyalität zweifeln. Boah, ich hasse dieses Wort. Ich habe mich entschlossen, euch diesen Fall zu übergeben. Da Lieutenant Mosley jedoch einen makellosen Lebenslauf hat, gebe ich ihr noch eine letzte Chance. Befehl von Sheriff Gorman Truart. Können wir das schon nehmen? Nein. Ziele? Nein. Also das sieht Garrett anscheinend noch nicht als Beweis an. Warum auch? Wäre ja nur sinnvoll. Ach ja, wir müssen ja... Hagens Tuch müssen wir ja nehmen. Tagebucheintrag 459. Ich höre die Menschen immer wieder flüstern. Was hat der Sheriff wirklich vor? Warum ist er so auf die Unterdrückung der heidnischen Trickster fixiert? Vielleicht ist der Sheriff nicht der Mann, für den ich ihn gehalten habe. Auch in den Reihen der Stadtwache gibt es zweifelnde Stimmen. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Männer ihre Zweifel vergessen. Sheriff Gorman Truart unterscheidet sich von allen anderen, von allen Männern, unter denen ich bis heute gedient habe. Er steht für eine neue Zeit und es ist unsere Pflicht, ihn bedingungslos zu unterstützen. Würde Sheriff Truart mir befehlen, meine eigene Familie in den Kerker zu werfen, ich würde seinen Befehlen ohne zu zögern ausführen. Warum kapiert Mosley das nicht? Sie muss ständig alles hinterfragen. Warum kann sie nicht einfach Truarts Befehlen gehorchen? Ich bin kein Wachmann geworden, um zu denken, sondern um Befehle auszuführen. Ja, du wärst auch ein guter Soldat von Hitler geworden. Wirklich. Also, ne? Miss Hagen. Also da mag anscheinend, da will eigentlich jemand dem Sheriff schaden und nicht dem Hagen, weil der Hagen ja ein, ja, so ein untergebener Speichellecker ist und der alles für den tut. Jetzt müssen wir in welche Richtung? Nach da. Nein. Das sah nur so aus. Hier sind die Treppenhäuser. Wieder nach unten. Das war gefährlich. Aha, ihr seid hier auch nur am Suffe, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Wo sind wir? Ach, was Posten? Hm? Wachposten und Alarm. Man könnte ja meinen, ich hätte auch was getrunken, aber nein, habe ich nicht. So. 504 haben wir erst an Beute. Mach das aus. Ach, wir haben mal wieder eine Frau als Wache. Und jetzt lass das aus. Die Pfeile sind teuer. Ihr wisst gar nicht, wie teuer sowas ist, liebe Wachen. Von wo kommst du? Hm, naja, da kommt der Mann und da ist die Olle. Ah, da bist du. Nö, lieber hier in Sicherheit stehen. Weil sonst hätten wir uns schon mal da vorne an die Ecke schleichen können, aber diesem Mann hier vertraue ich nicht. Ich habe es so satt, ständig im Dunkeln herumzustolpern. Lass die Fackel aus.
Bitte. Auch wenn du es satt hast, aber ich finde das wunderschön so im Dunkeln. Okay, er macht sie nicht wieder an, danke. Habt ihr das schon mal erlebt, dass eine Wache die Fackeln wieder angemacht hat? Drogenfahndung. Na, habt ihr noch ein paar Drogen versteckt? Nehme ich gerne. Ihr habt hier aber auch gar nichts, ne? Wow. Und das war's jetzt, ihr habt hier echt nichts, gar nichts?